Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge Let's Play Unpacking. Ja, wir sind anscheinend angekommen im Leben mit unserer Freundin oder wahrscheinlich sogar Ehefrau, ne, in unserer neuen Beziehung, ein paar Jahre später das Ganze jetzt. Und wir haben uns ein Häuslein gekauft mit 2 Etagen, ist eine Menge zum Auspacken. Wir sind ganz gut dabei, die untere Etage einzuräumen, das hier stört. Das muss ich mal so hinstellen, dass es mir wieder auffällt, ne? Dementsprechend muss ich euch sagen, ja, es ist einiges passiert. Wir haben anscheinend ein Kind adoptiert. Oder ähnliches. Ach du Scheiße, hier stehen ja auch noch Sachen. Da müssen wir mal gucken, wo wir dann nachher für Platz haben. Okay, jetzt sind wir einmal hochgegangen. Das wollte ich eigentlich noch gar nicht. Mein alter Feind, meine alte Nemesis, die Küche. Mit einem Globus eröffnen wir. Wer bietet mehr? Ein Reiskocher. Ja, okay, da kann ich mit ihm. Mit Reiskocher kann ich mit ihm. Ein Sternchen, ein Männchen, ein Herzchen. Oder so. Oder Bärchen oder so. Ah, die Nase, sie juckt. Böse Zungen behaupten, das läge am Kokain. Ich sage, das haue ich mir doch nicht hier vorne hin. So, schwierig. Also ich habe noch nie so eine Fischform gesehen zum Kochen, wenn ich ehrlich bin. Soll das Fischbräter sein oder ist das einfach nur so die Form und da kannst du andere Dinge... Natürlich, das schöne Klopapier. Sehr gut, Herd an, ist immer Stimmung in der Bude. Den großen Topf. Für die vielen, vielen Nudeln stellt man natürlich da oben hin. Oh, guck mal, das ist nett hier so. Okay, unser Bambus-Reisgarer ist es, glaube ich. Wurde mittels Dampf dann irgendwie das Ding zum Essen bringst. Ach, das ist ein Müllbeutel oder sowas. Ich will hier was einspannen. Was für ein... übertriebener Mülleimer. So. Ich kam gerade völlig ohne Hilfe des Chats auf das Wort. Dampfgarer. Ist mir gerade spontan einfach von ganz alleine eingefallen. Vielen Dank, Dr. Crappy, dass du so überaus klug bist. Bitte gerne. Piep, 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 piep. Piep, piep, piep. Nein, das muss da runter. Muss ich mal kurz ein bisschen umdisponieren. So. Flupp. Leckeres Spülmittel. Leckere Handseife. Und den Schwamm für den geneigten Mann. Dieses beruhigende Geräusch vom Kühlschrank, hört ihr das? Voll gut, ne? Ey, das ist voll gut. Unser Stößel. Und das hier eigentlich? Ach, von der Dunstabzugshaube. Und das ist mal eine richtige, nicht so eine, die du einfach hier so drunter schraubst, ne? Wo das einfach dann hier gefiltert wird, aber die warme, feuchte Luft hier trotzdem an der Seite rauskommt. Sondern hier ist richtig mit Abluft. Richtig gut. Wir sind ein sehr verliebtes Pärchen, wie ihr hier erkennen könnt. Wir knutschen. Und wir waren schon zusammen im Urlaub auch. Wir haben uns schon mal geküsst. Knutschi, knutschi. Ich warte so ein bisschen auf die Musik gerade, wenn ich ehrlich bin. Wobei ich sagen muss, also ich zum Beispiel, ich liebe die Musik in Stardew Valley. Aber die habe ich irgendwann so ein bisschen über. Die Musik hier ist auch repetitiv. Sich wiederholend. Holend. Alter, ich kann nicht mehr sprechen. Aber auf eine sehr angenehme Art und Weise.
Ich muss das einfach aus dem Chat kurz vorlesen. Kann jemand bitte mal die Uhrzeit an der Mikrowelle stellen? Das triggert mich auch schon seit unserer zweiten Wohnung, wo wir unseren ersten Wecker hatten. Uff. Hier ist der andere Wahlarsch, siehst du. Da-di-da-da. Endlich haben wir so ein Gewürzrondell. Ja, da staunt ihr, der Dr. Crappy, der kennt Namen, wa? Nicht da hinten. So. Uff. Stell ich mal kurz da oben hin. Wir lieben Kühlschrankmagneten, das ist... Gut. Ich dachte, da hätten wir schon was mit Holz. Das hätte nämlich nicht gepasst. Pfannenwände aus Holz, das Beste, was ihr machen könnt. Ich schwöre da drauf. Ich schwöre, Junge. Ach, wieder unsere... Kacke-Maß-Dinger. Blech. Oh ja, die Menge der Bleche erhöht sich auch, ne? Kackehaufen. Sonnenblume. Ui, schöne Messerblock. Ein Teleshopping-Kanal. Mit diesem Messerblock können Sie nicht nur fantastisch schneiden und pochieren. Nein, wenn Sie jetzt anrufen, erhalten Sie die Zusatzoption, um sich mit diesem Messerblock ins Internet einwählen zu können und Käse zu toasten. Und ich wette, ich kenne noch eine Errungenschaft. Ich wette. Folgende Botschaft sende ich jetzt an den Chat. Und ich, für I love you kriege ich keinen. Vielleicht finden wir noch irgendwo ein Y. Dann könnten wir nämlich you richtig schreiben. Wir merken uns das mal. Ich muss das hier noch ein bisschen umordnen dann gleich. Oh, heilige Scheiße, haben wir viel Stuff. So vollgepackt hier. Den Dampfgarer, übrigens das Wort, auf das ich völlig alleine und eigenständig gekommen bin. Nee, unter der Spüle packt man halt solche Sachen. Ich meine... Mein deutsches, ordnungsliebendes Herz. Kann das nicht anders? Kann das nicht anders? Geht nicht. Was ist das da? Oh. Enter a Hero. Guck mal, so nah kommt man dran. Das ist irgendwie voll niedlich. Das könnte auch sein. Oh, Robert Unicorn. Übrigens ein ganz dufter Typ. Wenn ihr den mal kennenlernen wollt, dann kommt er einfach mal bei Twitch in Chat. Hat gerade das hier vorgeschlagen. Ich und du. Vielleicht andersrum. You and I. Wir müssen das irgendwie... Das geht unter Garantie. Da müssen wir irgendwie triggern können. Halt. Einen nehmen wir mal. Wir werden bestimmt noch andere haben. In anderen Kisten. Oh Gott! Es ist so viel Kram! Ich bin dezent beeindruckt davon. Räumen wir mal hier ein bisschen um. Ich räume um.
die ganzen Tassen und so. Ach, wir haben neue Tassen, deswegen habe ich die alten nicht gefunden. Ich kriege hier weitere Vorschläge und ich muss es einfach... Also das hatte ich ja schon mal. Das ging ja nicht. Schade. Wir werden es noch rausfinden. So. Nein. Verflucht. Verflucht seist du, dass du nicht passt. Okay. Haben wir unsere Espresso-Kocher haben wir gar nicht mehr, schade. So neben das Rohr. So völlig emotionslos, aber es ist halt in der Nähe des... Nein, komm, das stellt man da nicht hoch. Das stellt man lieber in die Ecke rein. Dabidabdabdu, dabidabdabdein. Knoblauch und da dann Salz und hier haben wir noch so ein Fläschchen mit leckerem Apfelessig. Oh, habt ihr schon mal so Apfelessig? Es gibt so Apfelessigkuren. Sowas hat meine Mutter früher gemacht und wir Kinder mussten dann auch mal so einen Löffel Apfelessig uns reinpfeifen. War immer eine wahre Freude. Beste, was du machen kannst. Apfelessig. Bleh. Mega gesund, aber schmeckt wie der letzte Rotz. Das Einzige, was ich in diesem Spiel bemängle, ist die Drehmöglichkeit von Dingen manchmal. Unser Gewürze und ich breche ins Essen. Ich würde das so hier niemals einrichten, aber wir haben gar keine andere Möglichkeit, leider. Ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Die Küche einzurichten, bislang in jeder Wohnung, der absolute Horror. Aber die Schneiden müssen nach unten zeigen. So. Wir haben noch das Ganze. Haben wir hier noch irgendwo was frei? Ja, hier ist noch was frei. Komm hier. Rein mit dir, mein Kind. Haben wir noch irgendwas? Mhm. So, das kann an die Ecke. Sehr schön. Komm, das braucht man nicht jeden Tag. Das kann hier hoch. Uff. Ich bin sehr glücklich, dass es ein bisschen passt hier. Ist nicht schön, aber... Dieser Kackefisch, ne? Scheiß Kackefisch. Kackefisch! Ja, da oben, da ging's. Uff. So, einfach so die Krimskramskiste, weißt du? Die hat jeder von euch. Gebt's doch zu. Wo ist eigentlich mein Messer? Wo ist mein Messer?
kann das hier nicht an die Ecke? So. Es wird langsam. Weil ich brauche ja. Ich brauche ja hier den Platz für das elende Ding. Ich sehe gerade einen kleinen Baufehler. Obwohl, nee, ist kein Baufehler, weil hier sind ja die Steckdosen hinter. Weil hier, naja, dann müssen wir das hier halt runterstellen, wenn wir damit arbeiten wollen. Der Messerblock. Verdammt seist du, Messerblock. Ist gerade was aufgefallen. Wir haben hier Haken. So. Komm. Machen wir so. Was soll der Geiz? Der alte Messerblock. Brauchen wir natürlich hier. Ganz klar. Ist eine adäquate Lösung. Scheiße, die Pfanne. So. Ne, wir braten das Ding hier einfach mit. Mmh. Was ist das hier? Ist doch gar nicht hierfür vorgesehen. Stell's erstmal hier hoch. Aus den Augen, aus dem Sinn, Freunde. Aus den Augen, aus dem Sinn. Okay. Haben wir hier unten? Wir haben doch hier unten auch ein Klo. Ich meine, wir haben hier unten auch eine Klo gehabt. Hier ist eine Klo. Haben wir noch gar nichts ausgepackt. Schön. So, erste Amtshandlung. Zweite Amtshandlung. Zur Seite packen. Und jetzt geht es los. Ach du. Das riecht auch besser dann. Und damit erst recht. Das war easy. Also ein bisschen was haben wir hier noch, ne? Und hier haben wir auch noch ein bisschen Deko. Das nehmen wir mal mit hoch. Ins Bad. Das gleich weg ist. Was ist das hier? Was ist das? Kann ich da Sachen reinpacken? Die alte Zahnbürste. Wir haben noch gar nicht ins Kinderzimmer geguckt, ne? Was ist das denn? Ein Zahnputzbecher oder was? Oder was? Wir haben hier keine richtigen Schubladen. Das weiß ich nicht. Finde ich nicht gut. Müssen wir so machen. Ich leg das erstmal kurz hier ab. Na toll. Cremes und Tiegelchen. Da sind sie wieder. Bumm. Schakalaka. Hier, warte mal, für die Haare.
Legen wir es mal hier unten hin. Haare. Uff. Ach du Scheiße. Da wollte ich gar nicht hinklicken. Ich wollte eigentlich auf den Karton klicken. Das hätte ich wahrscheinlich wieder in 5 Jahren nicht gesehen. Wir haben schon wieder die Shampoo-Marke gewechselt. Finde ich ganz... Warum ist Pisa hier drin? Quietschentchen, nur mit mir. Putzutensilien. Wie manche Leute sagen. Ein großes, ein kleines Handtuch. Werden wir wahrscheinlich noch umdisponieren müssen. Sagte ich ja. Oh nee, warte mal, hier hinter. Dahinter war noch Platz. Wer hätte es gedacht? Also ich nicht. Hätten Sie es gedacht? Kann ich da bestimmt wieder nicht lassen, diese Dinger. Sagt er mir bestimmt so, nein, pack das woanders hin, du Arschloch. So. Muss man sich halt vorziehen. Obwohl, nee, das ist Kacke mit der Tür, ne? Dann die klassische Waage neben der Badewanne. Ihr Lieben, das soll schon wieder gewesen sein. Die ominöse Folge 12.1. Weiter wird es gehen in Folge 14. Mysteriös, mysteriös. Ja, wer weiß, vielleicht machen wir auch 15 Folgen draus. Ich weiß es noch nicht. Kann ich gerade nicht absehen. Wir haben hier noch einiges zu tun, weil guck mal, wir sind noch hier, ne? Und hier müssen wir noch. Und hier müssen wir noch. Und das Kinderzimmer, das ich erst in der nächsten Folge zeigen werde. Aber dann zu Anfang, versprochen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Auch im Namen der wunderschönen Community, die dieses Live-Let's Play, was es ja nun ist von der Aufzeichnung her, ganz stoisch und tapfer erträgt. Mit Würde, ja. Wie die britische Königin, mit Würde. Vielen, vielen Dank euch allen. Wie gesagt, schönen Tag. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn ihr mögt. Ja, bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen Tag und ciao mit V.